Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Wie ihr sicherlich oben gelesen habt, ein neues Food Diary von mir. Wir hören uns dann gleich nochmal. Guten Morgen! Heute habe ich mir mal wieder meinen Shake gemacht aus Banane, Kurkuma und Gerstengras. Das kennt ihr ja mittlerweile. Dann geht's zum Mittagessen weiter. Mittagessen, heute gibt es nicht viel. Ich habe nur ein paar Brötchen heute Morgen schnell besorgt. Oder heute Vormittag halt. Meine zwei Männer bekommen Wiener. Und ich esse nur ein bisschen Kräuterfrischkäse, Gurke und Karotte. Ja, das war's schon. Mehr muss es gar nicht sein. Und ganz ehrlich, so herrliches Wetter draußen. Da mag man gar nicht so lange in der Küche irgendwie stehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis heute Abend. Abendessen. Ich werde nicht scharf. Heute gibt es sozusagen Berliner Leber, also Leber mit gerösteten Zwiebeln, geschmorten Äpfeln und ein Kartoffel-Karottenpüree. Oder Stampf eher, weil ganz fein habe ich nicht gemacht. Ja, und da freue ich mich jetzt drauf und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Guten Morgen! Heute habe ich mir mal wieder nur schnell einen Kaffee gemacht oder genommen. Und ich habe heute noch ein paar Sachen zu erledigen. Wird heute stressig und wir hören uns dann später zum Mittagessen. Hallo Leute, mal wieder ein ganz schnelles, einfaches Mittagessen. Das sind Börek mit Weichkäse, also Feta-Ersatz. Tomaten für mich, Lauchzwiebeln, Paprika, Gurken. Jaden isst Gurken nur, wenn sie geschält sind. Und dann habe ich noch ein paar Erdbeeren. Die habe ich kurz mariniert mit Honig und schwarzen Pfeffer. Schwarzer Pfeffer habe ich euch schon mal im Valentinstag-Menü gesagt, dass die dann so richtig schön den Erdbeergeschmack rausheben. Und Vanille, also Honig, Pfeffer und Vanille. Ja, das gibt es jetzt zum Mittagessen. Wie gesagt, es ist derzeit ein wundervolles Wetter und ich will dann einfach mit Jaden noch zum Spielplatz. Und heute Abend koche ich dann richtig. Heute Abend gibt es Schinkennudeln. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nicht einen schönen Abend, schönen Tag. Also dann, tschüss. Yum yum, heute Abend gibt es lecker Schinkennudeln und es war ganz einfache Hörnchen-Dinkelnudeln mit Schinken und statt cremigen Käse oder sowas habe ich heute mal Frischkäse reingetan, Kräuterfrischkäse und eine fettarme Sahne, also diesen Rama Creme Fine, aber auch nicht das Original, sondern so ein Ersatz. Ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe schon probiert natürlich zum Abschmecken und es ist sehr gut geworden. Mein Mittagessen, Tomate mit Basilikum, Salz, Pfeffer, Balsamico-Essig und Olivenöl. Heute mal was ganz, ganz Stinkiges, sagen wir mal so. Gyros. Gebratene Zucchinis für mich. Tzatziki mit ganz, ganz viel Knoblauch drin. Baguettebrot. Und was sagt ihr zu meiner Nagellackfarbe? Könnt ihr mir gerne einen Kommentar reinlassen. Habe ich heute neu gekauft. Und ja, ich finde es fast ein bisschen zu krass. Mein Mann findet, das ist okay. Sagt mir mal bitte dazu, was ihr dazu meint. Guten Morgen, mein Kaffee heute Morgen und dann hören wir uns später. Heute Abend Schlemmerfilet, Brokkoli und Kartoffeln. Hörst du bitte auf? Eventuell noch ein bisschen Butter und das war's dann. Guten Morgen, Sonntagsfrühstück. Wie immer mit weichgekochten Eiern, Brötchen, Wurstkäse. Konfitüren und. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Yum yum. Heute ganz, ganz leckeres Essen.
Lamm, Spargel, Kartoffeln, Sauce Hollandaise. Und da werde ich mich jetzt förmlich reinsetzen. Ich freue mich tierisch drauf. Das war jetzt das letzte Essen für dieses Diary. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schöne Woche oder wann auch immer ihr das anschaut. Tschüss! Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich darüber natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!